Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Die Profibox-Gala von SES Sport Events Steinfurt hier aus dem Maritim Hotel in Berlin. And now, ladies and gentlemen, the main event of the night. Die Weltmeisterschaft der Damen nach Version der WIBF, der WBA, der WIBA, der GBU im Supermittelgewicht. Wir rufen zunächst die Herausforderin in die rote Ecke. Sie kommt aus der Dominikanischen Republik und ist bisher ungeschlagen. Entering the ring, Gadi Painter. Dominikanische Republik, Gadi Painter. Sehr geehrte Damen und Herren, gleich ist es soweit, wir rufen gleich die Zarin des Boxens. Sie wird bei ihrem Einmarsch mit Live-Musik begleitet, aus den USA, gleich an meiner Seite. All that. Und nun ist es soweit, wir rufen sie, mit ihren drei Gürteln wird sie hineinmarschieren. Natascha Ragusina! Go, 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 go. Up out front, see the fans on the. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Now they heard a fuck with Drake, now they wanna show me love. And you said like Eminem and them hoes, they wanna fuck. But homie, nothing changed, hold it down, cheese up. See, keep it in the cut, the nigga roll the weed up. If you watch how I move, you mistake before I play a pimp. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, see the ladies saying 50 or hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, and niggas tell you I'm love. Go my plan. And it's to put the rap game with a chokehold on feeling focused. My money on my mind, got a bill at the jail and I'm still in the prime. Now shorty says she feelin' my stash, she feelin' my flow. My girlfriend wanna get by, yeah, she ready to go. Da ist sie, die Weltmeisterin mit drei Titeln, Natascha Ragusina! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun bitten, für die Nationalhymnen sich von Ihren Plätzen zu erheben. Ich darf Ihnen nun
die Ecken vorstellen. Die rote Ecke, die Herausforderin Gary Pena. Sie kommt aus der Dominikanischen Republik, ist geboren am 16. Februar 1978 in Santo Domingo. Beim Wiegen 73,4 Kilogramm. Bisher 8 Siege, ein Unentschieden. Die Weltmeisterin der WIBF, der WBA und der GBU. Ungeschlagen vom SES-Boxstall aus Magdeburg. Die Zarin. Geboren am 5. April 1976 in Karaganda in Kasachstan. 14 Kämpfe, 14 Siege, 10 davon durch K.O. And now, ladies and gentlemen, it's showtime! Ich gebe ab an den Ringrichter Daniel van der Wiele. Also, showtime, kleine Ausleihe von Jimmy Lennon Jr. Okay. Und es kann losgehen. Hallo, herzlich willkommen hier am Ring. Ja, die beiden Einmärsche konnten unterschiedlicher nicht sein. Die Zarin hier in ihrem weißen Zobel-Goldbrokat. Spitzen vom Designer Wilhelm Schiufrida. Und auch dieser nette Tanz zu Beginn von Gary Pena. Erste Runde. Also wir haben es gehört, Natascha Ragusina, durchgestylt bis in die Haarspitzenjahre. Nicht mehr ganz so wie beim Starfriseur Udo Walz, aber auch so ganz nett. Wird also versuchen, jetzt ihre lange Führungshand hier einzusetzen, um sich die kleine Gary Pena vom Leib zu halten. Nicht ganz durchtrainiert, das Mädel von der Dominikanischen Republik. Ist natürlich vorsichtig. Natascha Ragusina hat ja gute Erfahrungen gegen Boxerinnen von der Dominikanischen Republik. Auch gegen Yahaira Hernandez gewann sie vorzeitig und holt sich damals den WBA-Gürtel. Verhaltener Beginn von beiden. Man merkt natürlich, wie Gary Pena beeindruckt ist hier von dieser langen linken von Natascha Ragusina. Hatte zuletzt etwas über enttäuscht gegen Dakota Stone. Und das will sie jetzt wieder wettmachen. Kam einfach nicht in den Tritt in den Kampf. Stand nicht beim Schlag, hüpfte herum, konnte so ihre Schlagkraft nicht zur Geltung bringen. Daran ist gearbeitet worden, das haben wir vorhin noch gently gesagt. Und man hofft natürlich hier auf ein vorzeitiges Ende. Kaum eine Möglichkeit bislang für Gary Pena an Ragusina heranzukommen und die Stärke der Kleinen von der Dominikanischen Republik liegt eben im Nachfight. Erste Runde ohne große Aktion. Und wir sind wieder live hier in Berlin zum Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht um die Krone der Women's International Boxing Federation, WBF, Women's International Boxing Association, WBA, der World Boxing Association und der GBU, der Global Boxing Union. Also um 4 Titel geht es und ganz interessant natürlich der Titel der WIBA, der gehörte bislang Laila Ali. Ihr wurde der Titel bekannt, weil sie ihn nicht verteidigen konnte. Sie wurde am Knie operiert, hat zwischenzeitlich geheiratet, möchte Talkmasterin im Fernsehen werden. Also sie hat ganz andere Sachen im Kopf. Aber vielleicht kommt sie nochmal zurück. Wir hoffen es, denn der Kampf gegen Natascha Ragusina sollte sie heute hier gewinnen. Wäre natürlich schon ein Zückerchen. Ja, ein bisschen mehr Druck jetzt von Natascha Ragusina. Ja, die ersten linken Rechten zum Kopf der kleinen Gary Pena, die ist tief beeindruckt, bislang nicht ein einziges Mal durchgekommen. Zerschellt quasi an der langen Linken von Natascha Ragusina. Und die erste volle Rechte zum Kopf. Ja,
Sie fast chancenlos, das kann man schon hier am Anfang sagen. Immer wieder jetzt die Rechte zum Kopf von Gadi Peña, die eigentlich aus dem Mittelgewicht kommt, dort in der Weltrangliste Nummer 18 ist. Sie ist eingesprungen für die Kenianerin Achieng. Achieng wird Mama, hat man festgestellt letzte Woche. Und so. Sie kurzfristig eingesprungen und wird hier schwer bestraft. Natascha Rakosina. Nagelt sie fest, da geht sie runter. Daniel van der Wiele bricht den Kampf ab. Kurze, schmerzlose Sache von Natascha Rakosina. Eindeutige Überlegenheit. Keine Chance für Gadi de la Peña, der man mit diesem Kampf wirklich keinen Gefallen gemacht hat. Allerdings Natascha Rakosina. Auch nicht. Tja, so kann es gehen. Thorsten Schmitz zuckt da mit der Schulter. Und wir gehen nochmal ganz kurz auf in die Werbung. So, und hier noch einmal die entscheidende Phase. Links vorbereitet, rechts zum Kopf. Das war so das erste Begrüßungsstückchen in der zweiten Runde. Und dann ging die Bestrafung weiter. Keine allzu harten Schläge, aber die gute Gadi Peña vollkommen überfordert. Ja, ihre beste Leistung war ihr Einmarsch. Ja, eigentlich ein Witz, dieser Kampf. Man wünscht, dass Natascha Rakosina künftig wieder auf starke Gegnerin treffen wird. Aber wie gesagt, Achieng, das war wirklich eine starke aus Kenia. Der Weltspiegel hat sogar eine große Reportage über sie gebracht gehabt. Bei ihr wurde in der vergangenen Woche festgestellt, dass sie schwanger ist und so musste der Ersatz her. Und da bot sie eben Gadi Peña an. Einmal hier der schmucke Mantel. Hier schön zu werden. Tief durchatmen, wenn Sie das sehen. Allgemeine Zufriedenheit im SES-Lager, das sieht man. Ja, jetzt warten wir auf die Siegerehrung. Und der vierte Gürtel kommt hinzu. Der Gürtel der WIBA, der Women's International Boxing Association. Das Urteil. Sieger durch TKO in der zweiten Runde nach einer Minute und 41 Sekunden. Die Weltmeisterin der WIBF, der WBA, der WIBA und der GBU, Natascha Rakosina! Also, vierfache Weltmeisterin ist sie, Natascha Rakosina. Eine Überraschung war es nicht, sie war von Anfang an die haushohe Favoritin, dass es so einfach werden würde, ohne Schweißverlust. Ja, war zu befürchten und so ist es auch gekommen. Da ist er jetzt. Der zusätzliche Gürtel, der einst die Hüften von Laila Ali geziert hat. Naja, vielleicht kommt es ja doch nochmal zu diesem großen Showdown. Dann werden wir ganz anderen Boxsport erleben. Drauf hat sie es, die Natascha, wenn sie hart trainiert, wenn sie das befolgt, was ihr der Trainer sagt, wenn sie nicht rumhüpft wie beim letzten Kampf, sondern entschlossen zur Sache geht. Heute Gadi Peña. Mal kein Gradmesser, das wissen wir alle. Und ja, sie kann die Gürtel kaum noch tragen, wenn es noch mehrere dazukommen. Es gibt ja noch den Gürtel der WBC, den hat auch Laila Ali getragen. Den möchte sie auch noch gerne haben. Da wird es langsam aber sicher schwierig. Noch ein paar Bilder für die Galerie. Sie ist natürlich ein Star. Ein Superstar ist sie schon in Russland. Der russische Botschafter ist auch da. Hat ihr alles Gute gewünscht. Und ja, die Fotografen stürzen sich auf sie. Und ja, ich gebe mal weiter zu meiner Kollegin Kerstin Lennertz. Ja, ich stehe jetzt hier im Ring ganz nah am Geschehen dran.